Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Egg to the Root Bundle von Echo Fresh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Egg to the Roots, das Ganze in der Bundle-Version. Wir haben hier ein Trikot samt Album eingeschweißt. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann mal im Detail an. So, am besten stechen wir hier einfach ein und ziehen das dann hier so durch. Am besten ohne das Trikot aufzuschlitzen. So, dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Trikot, dieses ist nochmals eingeschweißt. Holen wir das auch noch aus dieser Folie hier. So, aber jetzt machen wir das Trikot mal zur Seite und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Egg to the Roots, das Ganze aus dem Jahr 2012. Es ist das sechste Soloalbum von Echo Fresh und genau diesen haben wir hier abgebildet. Wir haben hier Echo gerade am Aufnehmen, also wir haben hier Textblatt und ein Mic in seiner Hand. Sieht auf jeden Fall richtig nach Oldschool aus. Wir haben hier im Hintergrund auch diverse Poster von Ami-Rappern, die ihn hier in dieser Zeit begleitet haben dürften, inspiriert haben dürften. Links oben lesen wir 2 CD, German Dream präsentiert, dann rechts. Dann haben wir hier so einen Zeitstrahl, so diverse Jahreszahlen. Und hier unten dann nochmal Egg to the Roots, wobei die beiden O's hier CD sind. Und hier dann nochmal Echo Fresh Logo. Ja, das Ganze kommt in so einem großen Super Jewel Case. Hier befinden sich 2 CDs drinnen. Auf der Seite lesen wir Egg to the Roots, Echo Fresh und hier unten dann noch German Dream. Und auf der Rückseite kommen wir zu der Tracklist. Wir haben jede Menge Tracks und zwar haben wir auf CD1 18 Tracks, also 17 plus einen 18. Bonustrack und dasselbe auch noch auf CD Nummer 2. Auch hier haben wir wieder 18 Tracks, also 17 regulär plus ein Bonustrack, macht insgesamt 36 Tracks. Und wir haben unfassbar viele Features. Wir haben Features von Fredro Starr, Bushido, Young Noble, Frauenarzt, Mr. Capone, Serious Sam, Rata und Sio, Sentence, also Sentino, Alias, Tony der Asi, Papa Landliebe, Pillard, Motrip, Mike Dalian, Yuck Mouth, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Summer Jam, Farid Bang, Sadie K, Hans Sapai, Ado Kojo, Spice One, Sinan G, Summer Jam, Erki E, Defcan, Tech, Memo, Jener und Musti C. Also ohne Ende Features. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode und Echo, der hier scheinbar eingeschlafen ist. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal auf der linken Seite das Booklet, aber bevor wir zum Booklet kommen, haben wir hier auch noch eine signierte Autogrammkarte. Also genau wie auch das Cover dieser Hülle ist auch die Autogrammkarte gestaltet und hier dann in schwarzer Schrift mit schwarzem Edding Echo Fresh. So sieht die Rückseite aus. Hier haben wir Twitter, YouTube und Facebook von Echo und dann hier unten noch die Beteiligten. So, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Das Booklet natürlich auch im Hochformat wie auch die Hülle. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, wer gefeatured wurde, all das finden wir hier. Und das Booklet ist angereichert mit so diversen Grafiken, mit diversen Fotos aus den einzelnen Epochen. Also hier sehen wir zum Beispiel Echo,
mit Sinan G. Das dürfte auch schon einige Jahre her sein, dieses Foto. Dann hier weitere Infos, weitere Aufnahmen. Ja, braucht natürlich recht viel Platz. Hier 18. Track. Und jetzt ist die Frage, waren das jetzt beide? Ja, oh ja. Weil hier ist natürlich die CD1 dann zu Ende und hier dann CD2 ebenfalls. Also alle 36 Tracks hier abgedruckt. Sehr schön. Und was lesen wir hier noch? Echo Fresh, Egg to the Roots. Ja, also hier noch die Infos zum Album, wer daran beteiligt war. Die Credits. Gut, CD Nummer 1. Wie gesagt, 18 Tracks hier mit drauf. So sieht das aus. Ist von der Optik her wie eine Vinyl gehalten. CD1 lesen wir hier. So sieht das aus. Und dann haben wir, wenn wir das Ganze dann zur Seite klappen, also umklappen, die CD Nummer 2. Diese ebenfalls in dieser Vinyloptik gehalten. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch einen Einblick. Hier sehen wir sein Bücherregal. Und zwar haben wir hier diverse Bücher liegen, aber auch Sprühdosen und auch hier ein Film Mortal Kombat gleich neben einem alten Videorekorder. Ja, also das ist echt to the roots. So sieht das aus. Die Autogrammkarte packen wir mal wieder mit rein. Und als zweiten Bundle-Inhalt, beziehungsweise wenn man die Autogrammkarte dazu zählt, als dritten Bundle-Inhalt, haben wir hier dann ein Trikot. So sieht das aus. Wir haben hier ein weißes Trikot mit blauem Aufdruck. Hier recht groß, eine 83. Also wenn ich mich nicht täusche, dann ist das Jahrgang 83, also Echo Fresh, ja, 83 geboren. Dann haben wir hier oben My 5, okay. Rechts lesen wir Echo Fresh. Links haben wir dann hier auch noch eine Unterschrift, beziehungsweise einen Schriftzug, den ich allerdings nicht genau entziffern kann. Die Ärmel sind ebenfalls verziert, genauso wie die Unterseite. Wir haben hier auch nochmal das Echo Fresh Logo. Dann der rechte Ärmel mit einem German Dream Adler. Auf dem linken Ärmel haben wir dann keinen German Dream Adler, aber nochmals das Echo Fresh Logo. Hier oben, das ist dann so Bereich des Schlüsselbeins, die Schultern jeweils, haben wir dann auch nochmal die 83 hier quer. Und auf der Rückseite, wie sollte es anders sein, der Name, also Fresh, auch hier wieder Nummer 83 und darunter dann auch nochmals Echo Fresh zu lesen. Gut, dann schauen wir nochmal hinein. Wir haben es hierbei zu tun mit einem My 5 Streetwear One Size. Also dieser Schriftzug, den ich vorher nicht entziffern konnte, hier dürfte wohl auch My 5 heißen oder dafür stehen. My 5 One Size. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier noch einen Zettel vorfinden, der uns Aufschluss über das Material gibt. Jawohl, das schaut gut aus. Was lesen wir hier? 100% Polyester, das ist meistens bei so Trikots. Und wo das Ganze hergestellt wurde, ist hier leider nicht ersichtlich. Nein, also weiteren Zettel finden wir nicht. 100% Polyester und eben von der Marke My 5. Herstellungsort unbekannt. Dann packen wir das Trikot mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal dieses eben gezeigte Trikot, sowie natürlich die Autogrammkarte, die ich jetzt hier wieder reingepackt habe. Und natürlich das Doppelalbum Egg to the Roots mit insgesamt 36 Tracks, 18 auf CD1 und 18 auf CD2. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Bundle bzw. dem Album? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Echo Fresh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.